Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Doch, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Du, haben wir noch genug Brennholz oder müssen wir im Winter unsere Schrankwand verfeuern? Die Preise sind ja unglaublich. Viele Lieferanten bedienen, wenn überhaupt, nur noch Stammkunden mit Holz. Und das auch nur noch im Geldtransporter. Was? Ja, du, das begehrter als Juwelen oder Bargeld. Förster engagieren Security-Firmen, um den Wald vor marodierenden Kettensägen-Gangs zu schützen. Und genauso Menschen, die in Holzhäusern wohnen, weil die nicht morgens ohne Dach und Wände aufwachen wollen. Doch, Joachim, das treibt unglaubliche Blüten. Momentan werden zum Beispiel in Büros so viel Bleistifte geklaut wie noch nie. Die brennen zwar nicht lang, aber zum Anzünden sind die okay. Und im Altholzcontainer vom Recyclinghof herrscht gähnende Leere. Experten warnen aber, dass nicht jedes Holz für den Kamin geeignet ist, weil lackiertes Holz zum Beispiel giftige Dämpfe verursacht. Da liegt man schnell selber in der Holzkiste. Apropos, bei einigen Krematorien gab es schon Anfragen, ob Uroma denn nun wirklich zwingend mit dem Eichensarg eingeäschert werden muss. Stell dir das mal vor. Oh, ja, ich komm ja. Du, ich versuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Enten füttern im Park. Obwohl, hartes Brot soll ja auch brennen. Hashtag Gewissenskonflikt. Na, ich schau mal. Tschaui. Hallo Robert. Guten Morgen, Frau Ex-Bundeskanzlerin. Na, wie war die Klausurtagung mit Olaf Holz? Ich meine Scholz. ich fühle mich wie erschlagen. Fast wie tot. Ach, echt? Du, dürfte ich in dem Fall vielleicht deinen Sarg haben? Frau Merkel. Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.